Guten Morgen, ihr Hübschen, und willkommen zum Waagemond, zu dem Tagesimpuls für den 1.2. Wir haben den Tag der Bridget, wir haben sind auf dem Weg durch das Tor 2.2 zu gehen. Das ist schon wieder Hammer, ne? Wie der Kalender oder wie auch die keltischen Jahreskreisfeste wieder so zu den Mondenergien passen. Das ist ja etwas, was mich immer wieder umhaut, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Wollen wir uns doch mal angucken, was denn an Entscheidungen, an Wegen, an Möglichkeiten heute so dargeboten wird. Ne? Was gebt ihr uns denn für den heutigen Tag als Impuls mit? Wo dürfen wir unsere Achtsamkeit drauf lenken? Was gibt es denn da so Schönes für das Kollektiv? Liebe Bridget. Was haben wir da? Die Herrscherin. Kraft, Macht, Menschen kreuzen euren Weg, die das beherrschen. Spannend. Vier der Luft. Also vier der Schwerter. Wieder der Hinweis auf Meditation. Ja? Kraftvolle Wege wollen sich dir offenbaren, wollen sich dir zeigen. Oder wenn wir nochmal das Wochenorakel mit einbeziehen, Dinge, die es jetzt zu beherrschen gilt. Und vielleicht auch andere, die dir da den Weg aufzeigen oder zeigen, wie es geht, ja? Wo man sich was von abgucken kann, sozusagen. Ne? Aber allgemein, wenn wir jetzt aus energetische gucken, ja, möchten sich dir Energien zeigen, die es zu beherrschen gilt, ja, und die dir die Möglichkeit geben, auch in deine, ja, hört sich komisch an, ne, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders formulieren soll, ne, die dir auch zeigen, wie du in deine Herrschaft kommst. Ne? Wenn wir uns das Wochenorakel mal die ganzen Mondenergien für die Woche angucken, dann geht es ja wieder darum, ne? die Entscheidung zu treffen, ja, was möchte ich? Ne? Möchte ich eine Herrscherin sein oder möchte ich ein Spielball sein? Ne? Für wen oder was auch immer. Und diese Entscheidungen sind jetzt halt fällig. Du wirst also irgendetwas begegnen, was es gilt, zu beherrschen, ne? In die eigene Kraft und Macht zu kommen, ne? In die eigene Entscheidungsgewalt zu kommen, ne? Ja, hier. Das ist der Text, den ich euch gerade dazu gegeben habe. Ne? Dich auf dein inneres Licht zu konzentrieren. Ne? Und trotz alledem dabei die Welt durch die Augen der Liebe zu sehen. Ne?
typische Imbolc-Energie. Und das ist ja auch die Energiearbeit, die ich euch für dieses Tor gemacht habe, ne? Also wenn es euch schwer fällt, eine dementsprechende Entscheidung für euch zu fällen, aus den Augen der Liebe heraus, ne? Wisst ihr ja, erstmal zu euch und dann aus euch heraus automatisch Wasserelement aus dem Wochenorakel, ne? Aus dem authentischen Ich dann eben auch dementsprechendes im Außen anzuziehen. Guckt euch also gerne nochmal die Energiearbeit für dieses Tor 2-2 an. Ja. Ja, so viel zu diesem Tag. Morgen haben wir dann nicht nur Imbolc, sondern auch noch einen Portaltag und den Tortag, ne? Den 2.2. Da hört ihr mit einem neuen Impuls von mir. Bis dann, Soham.